Der Stream ist gerade abgebrochen. Aber da sind wir wieder. Live. Und es geht weiter. It's so good, it's bad. Es strobt sich auch gesund. Das ist der neue Rap von Mudkip. Soll ich dir ehrlich sagen, dass ich mich jetzt total verlaufen habe und nicht mehr weiß, wo die Wüste oder sonst was ist. Das ging mir auch immer so bei Phantasy Star 4. Nur das ist bei Phantasy Star 4 schlimmer, weil da gab es keine Map. Schau, ich tue einen Geier heben. Ja, das geht eben nur, wenn er am Boden Bam. Ist. Schlag der Beam ist nützlos gegen Gegner, die fliegen. Ist nützlos. Ist nützlos? Mach nicht wieder einen auf Nutztier, bitte. Einen auf Nutztier machen? Ja. Was heißt das? Yep. Was heißt das? Gibt es ein Secret? Es gibt Secrets. Gibt es ein Secret? Gibt es ein Secret? Du bist so ein richtiger... Da ist ein Secret, da in dieser... Du bist so ein richtiger Go-Getter, muss ich dir sagen. Da ist dieser Frosch, oder was ist das? Frosch? Das sind die! Ich liebe die. These people can make all kinds of funny voices. My impression, willst du? Also ich meine, das könnte jetzt nicht jugendfrei werden. Nein, ich weiß. Kommt drauf an, dann lest man es halt auch nicht. Alright, here goes. Ich finde das so ziemlich, like the real thing, eh? Wirklich ziemlich originalgetreu geklungen. Mudkip schreibt, und es gibt auch It's so bad, it's horrible. Das gibt es natürlich auch, da kann man nichts sagen. Da darf ich den Mudkip jetzt nicht widersprechen, weil damit hat er wieder vollkommen recht. Und er bringt eigentlich hier wieder den ganzen Stream auf den Punkt, muss ich wirklich sagen. Was sagt der jetzt? Kannst du es bitte übersetzen? Übersetz. Das ist das Intro. Oh, der sagt nur den Daos nach. Das ist doch der Trommler, oder? Ja. Ja, kann man den skippen. Schön. Wow, du kannst den Voice verändern? Das wusste ich ja noch gar nicht. Indignation. Wie oft loopt das jetzt? Sona Bakana. Keine Ahnung, ich will hier weg. Ich will auch hier weg. Der lässt uns nicht mehr gehen. Hat sich das Spiel jetzt denn aufgehängt? Oder was ist hier los? Der Trommler macht mir Angst. Ich sag's dir, der Trommler wird nochmal das ganze Tails-Universum verändern. Oh, das war's. Ich finde, der war schlecht. Die Frau war besser, die Geigenspielerin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also da kenne ich jetzt nichts. Ich kann jetzt dem Trommler wirklich nicht loben. Weil seine Leistung war einfach nicht die beste. Findest du auch, man muss eigentlich immer real bleiben, oder? Mhm. Man kann... Was gut ist, ist gut. Was schlecht ist schlecht. Man darf jetzt keine falschen Lügen erzählen. Schau, jetzt sind die Zuschauer wieder alle weg. Alle! Das war schon längst. Da muss ich so traurig sein immer. Ja, es war doch eine Schwachstelle der BB-Kultur mit diesem Sonnenbacker. Stimmt. No export for you. Yet another trope. Was ist das für eine Trope? Da geht es um Spiele, die niemals aus Japan rauskamen, oder was? Ja. Zum Beispiel. Zum Beispiel das hier. Dieses. Oder Kunio Soccer League. Ich meine, warum kam das nie außerhalb von Japan raus? Das ist das beste Fußballspiel aller Zeiten. Ein Tippi, da hinten war ein Tippi. Da waren wir schon beim Tippi. Das war nicht das Tippi, es gibt mehrere Tippis. Es gibt auch das Trippy Tippi, oder? Das ist so bunt. Weißt du, was ich mal eingegeben habe auf Google-Suche? Was? Psychedelic. Weißt du, kam so das pandischste Bild. Einfach so richtig finster, dunkel, 3D-Landschaft und so richtig wow. Ich habe mal gedacht, ich bin in Pandis Mund gelandet, oder was weiß ich wo. Antipi! Was gibt's hier drinnen? Schon der alte Mann. Der alte. Und bad export for you. Who are you? And what do you want? I have nothing for you. Schau ins Zelt. Das geht nicht. Oh. Wackel nochmal so. Das war das Lustigste, was ich jetzt gesehen habe. Ja, ich gehe zurück. Wackel! Mach das. Er will wirklich hinein, aber er kommt nicht rein, weil es zu eng ist. Passt, scheuch dich fort. Und bad export for you. Was ist bad export? Wenn ja, das ist wahrscheinlich, wenn eine schlechte. Zum Beispiel Crash and the Boys. Wenn man sich mal das Cover da anschaut,
dann denkt man sich, das ist irgendein Spiel für Kinder. Da hat man gar nicht das Gefühl, hier ein richtiges Gangster Kunio Hot-Blooded Doff-Guy Spiel zu haben. Hot-Blooded Doff-Guy. Hot-Blooded Doff-Guy. Kunio Hot-Blooded Doff-Guy. Aber es gibt den Kunio Manga, das heißt Kunio-kun, I am a real man. Wirklich. Ich habe die erste Seite angeschaut. Das hört sich dann doch wie kindisch an, wenn er sagt, I am a real man. Das warum? Das ist etwas, was nur ein Kind sagen würde. Warum? Es gibt doch erwachsene Männer. Schau, jetzt habe ich mit der Grandungs gegrandel. Genau. Okay. Mit der Grandungs gegrandel. Selbst Tom Turbo hat einen eigenen Truppbrech? Echt? Oh, das muss ich mir anschauen. Nein! Das muss ich mir anschauen. Das glaube ich jetzt aber wirklich nicht. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ihr könnt für den Rooney applaudieren. Aber dass Tom Turbo einen eigenen Bereich hat, da ist selbst bei mir der Geist geschieden. Wenn sich die Geister scheiden, ist es halt ein Ehepaar von Geistern, die sich da scheiden? Oder wie ist das gemeint? Oder einfach ein Geist, der halt ein Geist ist, der aber in zwei Hälften geschunden wird. Raffi, hallo! Lies ihn vor! Wir dürfen ihn nicht eingreifen. Ja, dann mach wenigstens seine Raffi-Stimme nach. Ich meine, man muss den Zuschauern ein bisschen was bieten. Ja, Raffi. Oh je, ich habe noch immer die neuen One Piece-Folge angeschaut. Die gibt es jetzt auch noch gar nicht, ich habe es zum Glück nein, ich meine die älteren. Die gibt es gar nicht mehr, oder? Vielleicht, musst du schauen. Musst du schauen halt, ja. Verdammt, yep. Nochmal! Hast du schon gesehen? Ja, sicher! Aber nix spoilern! Aber Ivankov ist jetzt... Lies vor, der sagt was Unterhaltsames! Ich liebe dich! Zu wem sagt er das? Was ist hier so, los? Ja, er hat seine Liebe irgendwie am Meer verloren. Keine Ahnung, glaubst du, ich hör zu. Dieser trunkene Arg. By Single Dan! Hörst du auch immer... So, Mai und Mi verwechselt. Nein, ich kann Englisch. Das war auch Floris' Problem. Und jetzt liegt er im Krankenhaus. Auf einmal kommt er. Oder! Beweislink! Aber ich während dieses Getwitschte. Während diesen Getwitsche klicken. Wir müssen es während diesen Getwitsche klicken. Okay, ich klicke das jetzt. Nein, warte, ich klicke es. Lass mich wenigstens noch speichern. Komm, wir brauchen jetzt live das Internet. Das Internet, aber lass mich zuerst speichern, okay? Okay, dann machen wir jetzt schon Schluss, ja? Wir sind jetzt bei der Minen von Moria wieder, aber wir gehen da weiter und dann kommen wir in die Wüste, soweit ich weiß. Soweit ich hoffe. Meinst du, da strecke ich die Zunge aus? Jetzt speichere. Hast du vielleicht eine Steine? Matt will uns warnen und sagt, nicht! Jetzt ist es zu spät. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt geht's nicht anders. Wow. We don't have an article named Serious Tom Turbo. Nicht! Matki! If you want to start this new page, just click the edit button above. Be careful. Mach mal. For they are the only things that go in the main namespace are tropes. Don't put in retignments for shows, books, etc. Use the right namespace for those. Matki! Tom Turbo nicht. Was soll Tom Turbo nicht das? Ja, ich würde sagen, war das das Stream für heute? Das nicht wegtun! Es geht nur das nicht wegtun! Oh. Mach! Oh. Mach! Ah. Thomas! Tom Turbo! Long running Austrian Kitchen. A boy and his ex. Lies das vor. Das obere oder die Truppe? Long Running Austrian Kid Show based on Long Running Kids Book Series A Talking Bicycle. Named He's Tom got a Turbo bicycle! Can do 100 and... Was? Falsch! Ein Fehler auf der Seite steht 101 Tricky Sings, aber es sind eigentlich 111 Tricky Sings. Falsch! Kannst du das einstellen? Das sieht ja keiner mehr, das zu streamen. Ja. Mach du das. Ja. Ich hoffe, es ist überhaupt erlaubt. Ich hoffe, wir werden nicht gebannt oder irgendwas. Aber ist ja auch egal. Ich meine, was will uns schon passieren? Gell? Yep. Sag einfach mal yep. Vor allem kommen jetzt urviele Zuseher. Warte, soll man uns noch sehen oder nicht? Ja. Ja, lass es so passt es schon.
So ja, er kann ja eigentlich 111 Tricky Things. Ja. Ihr könnt jetzt aber nicht lesen, was im Chat steht. Das ist blöd. Dann macht das halt kleiner. Schau kurz zum Chat. Ja, es ist ja im selben Tab. Das ist nicht wirklich. Okay, okay. Ja, es sind 111 Tricky Things. Da sehen wir schon mal. Der das hier geschrieben hat, kennt sich nicht aus mit dem Turbo. Genau. Including Shrink, ja, Turbo Schrumpfstrahl, Enlarge, Turbo Cross, Cisco Walls, Turbo durch 20. Ich glaube, da war mal ein Pop, Turbo Groß. Pop his head out like a jack in the box. Ja. And use as a weapon. Die Folge habe ich noch nicht gesehen. Another weird stuff. Wer hat das bitte geschrieben? So what does he do with all these abilities? He teams up with various kids and helps them solve mysteries and catch crooks. Ja, ja, er verbindet sich mit... Das stimmt, zusammen mit den Kindern, da jagt er die Gangster. Ja. And I mean weird mysteries. Wer hat das geschrieben? Ja, das stimmt. Es heißt weird mysteries. Ja, das stimmt aber. Like a villain using the singing of a kidnapped chorus to summon a great treasure. Die Folge war gut. Nein. Er entführt die Wiener Sängerknaben und dann will er die Treasure beschwören. Die Folge war gut. Nein, war sie nicht. Or an evil toymaker who freezes people's solid trap. Nein, das ist die Creepypasta-Folge. Mit der fangen wir gar nicht an. Die will ich nicht sehen. It's fantastical fair and doesn't take itself very seriously. Na, das ist ja gut so, hm? Ich habe immer gedacht, er nimmt sich ernst, der Brezen, egal. Ja. This show contains examples of. Zum Beispiel gibt's hier A Boy and His Ex. A boy, a girl, a group of kids, whatever, and the magic talking bicycle. Mhm. Stimmt. A boy and his blob. Nein, and his bicycle. Ja. He's got a bicycle. Ja. Bound and gagged. Happens all over the place. To everyone, adults who have been rescued, kids who have been rescued, and particularly the kid heroes themselves. Was heißt das, bound and gagged? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was das für ein Trope ist. Aber ich bin der Tanzer. Der Tanzer. All kids play themselves using their real name in the show. Echt, das wusste ich gar nicht. Nein, das stimmt sicher nicht. Die Verhältnisse. Ich glaube nicht, dass. Kurz, Thomas Brezina. Ja, okay, Thomas Brezina ist Thomas, aber die Kinder. Wir ja, kennen ja, natürlich, jemanden, der Benny heißt doch wirklich Benny. Nein. Der Benny. Nein, das. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das so ist. Aber vielleicht okay. Fake Interactivity. There are various moments where the viewer has to help the characters with something. Ja, sicher. Das ist nicht fake. Doch. Du kannst das Codewort dann einschicken. Das ist fake. Das ist nicht fake. Du kannst total fake. Nein. Das stimmt überhaupt nicht. Sicher. Noch nie hat da jemand was gewonnen. Die stehen ja immer auf der Detektivkoffer von ihnen. Ja, höchstens die Knabbernossi. Aber den Detektivkoffer hat sicher noch niemand gewonnen. Kid Detective, part of the premise. Ja, ja, sicher. Der Kid Detective. Ja. Ist immer dabei. Snooping Little Kids, essentially part of the premise. Oh yeah, and Snooping Magic Bicycle too! Ha! Ja, das ist sehr gut! Die Turbotruppen-Seite. Wir ziehen uns jetzt dann zurück in die Subtropen. Und beenden den Stream dann. Weil das war wahrscheinlich der schwächste Abschluss, den wir je hatten. Das war lustig. Was lustig, die Turbo anschauen. Nein. Also. Okay. Goodbye! Heute war wieder ein Wiedersehen. Wir sehen uns, wenn die Wiener uns sehen. War es ein guter Spruch? Sicher, gut. Würde ich für einen Abschluss? Ja. Ich drücke jetzt auf Stopp. Tschüss.